Servus. Eigentlich wollte ich die Community-Funktion nutzen, aber ich glaube, das ist so umfangreich. Das zeige ich euch lieber. Und zwar diese neuen Dimensionssteine, womit ihr euch einen Held holen könnt von Freunden. Punkt A, was mich persönlich dagegen stimmen lässt, dies zu nutzen, ist A, wir brauchen Unmengen Ressourcen. Wir müssen 100 Steine zusammenbekommen für einen Held. Dann ist dieser Held nur 30 Tage da. Der Held ist Level 1. Das heißt, wir müssen ihn entweder selber leveln oder, wie wir das von den Dimensionshelden können, macht ihr eine Seelenfusion. Und also mit einem anderen Helden, dann übernimmt er halt die Stufe, zum Beispiel aufgestiegen 5 Stern. Und das Signature-Item und die Möbel werdet ihr wahrscheinlich selber machen müssen. So wie das aussieht, ich kann es leider nicht testen, ich habe die Ressourcen nicht. Aber ihr seht schon, ihr braucht wirklich Unmengen an Ressourcen. Also da kann man sich eigentlich auch einen Dimensionsheld direkt selber Free-to-Play holen, wenn die wieder im Shop drinne sind. Die nächsten dann. Oder ihr macht die ganz kostengünstige Variante. Ihr fragt jemanden: Du, pass auf, ich brauche die nächsten 1, 2 Wochen dein, was weiß ich, eins. Könntest du mir den einfach geben? Ich denke, dann sollte das auch funktionieren. Also ich persönlich würde diese Funktion hier nicht nutzen. Mir ist das zu teuer für 30 Tage. Und ja, also wie gesagt, ich persönlich, nee, tut mir leid, das sind mir zu viele Ressourcen. Und dann nur für 30 Tage. Tut mir leid. Als nächstes der Herausforderer-Shop. Hier haben wir ja neue Helden dazu bekommen. Also wirklich dazu bekommen. Und zwar haben wir ja Orthros und Solrath auch für 250.000. Und noch dazu gekommen sind halt Gwyneth, Anoki, Darzi, Nara und na, war nicht noch eigentlich Lyca oder war das Lorsan? Ja, egal, ihr seht's ja. Okay. Des Weiteren hatten wir die Kampfrang-Anpassung in der Arena. Und das betrifft momentan jetzt nur die Legendenmeisterschaft. Ja, wie wir hier sehen, beide haben die Heldenlevel 300. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf den Spieler so drauf gehe, dann ist der weit über Level 300, genau 495. Also die normalen Arenen, die ersten beiden betrifft dies auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist schon mal sehr gut. Ja, dann war es das, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, für die Community-Funktion wäre es ein bisschen zu viel Information gewesen. Deshalb kurz das Video. So, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao!